willkommen bei Hunter Matze TV. Hier in diesem Beitrag soll es darum gehen, dass ich mir meine eigenen Bienenbeuten baue. Ich spiele seit Jahren mit dem Gedanken, mit der Imkerei anzufangen. Ist natürlich auch durchgerungen, selber anzufangen mit den Imkern. Die Imkerei liegt bei uns in der Familie. Ja, nun habe ich mir dieses Jahr natürlich auch einen Imkervater aufgesucht. Also jemand, der schon imkert und mir die Imkerei natürlich im praktischen Teil auch selber beibringt. Ich habe mir das theoretische Wissen in 2 Jahren versucht anzueignen, weiß bestimmt definitiv noch lange nicht alles. Aber jetzt wird es langsam Zeit für die Praxis. So, das fängt natürlich damit an, dass ich mir jetzt erstmal meine ersten 3 Bienenbeuten selber baue. Für meine ersten 3 Völker und Ableger sozusagen, mit denen ich anfangen möchte, um natürlich erstmal günstig einzusteigen. Ja, also das, was so manche Bienenbeuten kosten, ist ja der Wahnsinn. Und was aber auch immer wieder in jedem Hobbybereich zu sehen ist, ob es nun die Imkerei ist, die Anglerei ist, Bootsfahrerei oder irgendwas anderes, Modellbauerei, überall sind die Preise in meinen Augen dermaßen überzogen. Und hat etwas Ähnliches wie Goldgeberströmung, dass die Leute immer denken, sie können den Goldklotz abgreifen bei den Leuten, wenn sie was Fertiges zur Verfügung stellen. Und es gibt Baupläne im Internet, wo man sich die Bienenbeuten selber bauen kann und die Baupläne runterziehen kann. Hier in dem Fall baue ich mir Dadant-Beuten und mal schauen, was dabei rauskommt. Die Dadant-Beuten finde ich mitunter bei der Imkerei am schönsten, also diese sogenannten Großraumbeuten, wo man nur einen Brutraum hat. Ja, ich werde mich da jetzt mal versuchen. Ich habe von meinem Imkervater, von dem einen, den ich habe, also ich habe 2 aufgetan, mit denen ich mitgehe, einen jüngeren, einen älteren, um 2 unterschiedliche Meinungen zu hören, immer zu allem. Der eine imkert mit Dadant und der andere imkert mit einem anderen Maß, der wiederum sagt aber auch, es ist ja an und für sich egal, welche Beuten man verwendet. Grundsätzlich geht es um die inhaltlichen Sachen und dass man nachher natürlich zu den passenden Beuten auch vernünftig die passenden Arbeitsweisen kennt. Somit findet der eine natürlich auch gut, dass ich mir den anderen Imker gesucht habe, der auf derselben Beute imkert, wie ich sie gerne benutze. So, lieber Hunter Matze Gemeinde, hier geht es jetzt voran. Die erste Kiste ist fertig, erstmal nur zusammengepunktet mit den Schrauben sozusagen. Das ist dann der Brutkasten für die Dadant-Beute. Da muss natürlich noch ein bisschen was passieren, ne? Das ist das Teil, was ich hier gerade baue. Jetzt habe ich hier mir das erste Rähmchen eingehangen und hier vermittelt, damit ich dann sehe, was ich mit der Fräse links und rechts noch wegnehmen muss, damit es nachher gut reinpasst. Und dann kommt natürlich noch von innen eine Leiste gegen, dass das nicht nur so ein Stück aufliegt, sondern wirklich noch eine Leiste gegen kommt. Von innen unter der Beachtung von diesem B-Space halt, ne? Also diesem Bienenabstand, dass die Bienen, ohne gequetscht zu werden, natürlich da drin auch schön hin und her laufen können. Im Internet habe ich gelesen, 8 mm bis zum Zentimeter B-Space. Mal gucken, was ich da geben kann. Was mir da so überbleibt, hoffe ich doch, dass ich das jetzt richtig gesagt habe. Aber ich glaube, das war so. Hier werden die ersten Honigraumrähmchen und Brutraumrähmchen gebaut. Geliefert alle in Einzelteile und dann werden sie in den Beuten eingesetzt. Hier ist zu sehen, dass Honigraumrähmchen und Brutraumrähmchen gut übereinander passen. Unter Berücksichtigung von B-Space, dem Raum, wo die Biene frei laufen kann. Es kommt noch dazwischen ein Metallgitter, was dafür sorgt, dass die Königin nicht nach oben in den Honigraum krabbelt. Und somit passt alles. Und hier sehen wir dann die erste fertige Beute, die noch gebeizt werden muss.
in den Einzelteilen aufgeteilt. Boden, Brutraum, Honigraum, Deckel. Ja, dann kann es losgehen. Hier habe ich dann schon einen Teil für mein Logo gezeichnet, beziehungsweise fürs Honigglas-Etikett. So, die Beute ist fertig gepeitscht und kann zusammengebaut werden. Dazu sind auch noch gekommen die Mittelwände, die ich dann einlöten kann in die Rähmchen als Anfangsstreifen für die Bienen zum Bauen, damit ich gleich von Anfang an einen eigenen Wachskreislauf aufbauen kann. Und hier 55 Brutraumrähmchen zum selber bauen als Bausatz. Ja, mühsame Arbeit, aber auch diese muss sein, wenn man sparsam arbeiten möchte in der Anschaffung. Und es macht ja auch Spaß. Das macht man ja nicht jeden Tag, das sind so Winterarbeiten normalerweise, dass man diese Rähmchen vorarbeitet, damit man dann im Frühjahr, wenn man die Rähmchen braucht, eigentlich nur noch einsetzen braucht. Hier sind die jeweiligen Rähmchen fertig zusammengeklebt und vernagelt zu sehen. Sie müssen noch gedrahtet werden und gespannt werden. Und dann müssen noch die Mittelwände eingelötet werden. Und dann können sie auch schon eingesetzt werden, die Rähmchen. Das ist jetzt einmal ein großer Schwung und nachher hat man einen gewissen Kreislauf und dann erneuert man die Rähmchen alle paar Jahre nochmal, wenn dann welche kaputt gehen, durch die Wabenhygiene und durch das immer wieder Ausschmelzen des Wachses und Erneuern. Hier sind schon die ersten Drähte zu sehen, wie sie grob eingezogen sind und dann nachher noch gespannt werden mit einem Drahtspanner. Hier dann die fertige Beute gebeizt und alles schon mal grob vorzusortiert und zusammengesteckt, um nochmal zu überprüfen, ob alles passt. Dann können die ersten Bienen kommen. Ich freue mich drauf. Hier sind dann nebenbei noch zwei Ablegerkästen entstanden zum Abholen meiner Bienenableger aus Restholz, was noch vorhanden war durch den Beutenbau, damit ich die Bienen vom Imkervater an meinem Platz transportieren kann und dann natürlich in die jeweiligen Beuten umsetzen kann. Es ist besser mit diesen kleinen Transportkisten zu arbeiten, als diese riesengroßen Bienenbeuten im Auto transportieren zu müssen. So, hier heißt es dann Mittelwände aus Wachs einlöten bzw. auch Anfangsstreifen, damit ich anfangen kann mit meinem eigenen Wachskreislauf. Ja, und die Bienen natürlich was zum Bauen haben, damit sie sich weiterentwickeln und vermehren können. Ich habe verschiedene Varianten ausprobiert, ganze Platten, Anfangsstreifen, um mal zu schauen, wie sich es am besten macht. Da ich jetzt eine ganze Zeit lang die Bienen ja schon habe, seit knapp einem halben, dreiviertel Jahr, haben sich die Anfangsstreifen sehr gut bewährt. Die Drohnenwaben werden im Prinzip nicht so viel gebaut. Das heißt, ich kann viel mit Anfangsstreifen arbeiten und somit frühzeitig einen hohen eigenen Wachsanteil der Bienen nutzen, um den eigenen Wachskreislauf zu haben, um natürlich später nicht auf Fremdwachs zurückgreifen zu müssen. Dieses Wachs, was ich hier einlöte, ist von
einem Imker, wo ich weiß, wo das Bienenwachs herkommt und kann mich da auf hundertprozentig drauf verlassen, dass es reines Bienenwachs ist und nicht, dass es irgendwelche Mittelwände sind, mit dem irgendwelche anderen Sachen mit zugemengt wohnen, wo ich Angst haben müsste, dass meinen Bienen was passiert. Der Imker presst diese Waben alleine im Dadant-Maß und dem habe ich dann zwei Pakete abgekauft. So, und hier könnt ihr dann sehen, wie ich die Anfangsstreifenriemchen einhänge und wie gut die Bienen diese annehmen und natürlich schön nach unten ziehen und ausbauen, gleichmäßig. Naja, und wie schön sich das Volk dann natürlich auch entwickelt hat. Das ist auch schon eine kleine Vorschau zum nächsten Film. Und denkt bitte dran, ich mache keine Lehrfilme zur Imkerei, sondern einfach nur einen Film zur Begleitung der Imkerei, wie ich damit anfange und wie es natürlich in den weiteren Jahren voranschreitet. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wem es gefallen hat, lasst doch ein Like da, einen Daumen hoch oder ein Abo, um mich weiterhin zu verfolgen in meiner Hobby-Imkerei. Bis dahin, tschüss!